Also in 10 Jahren möchte ich fertige Hausärztin sein. Und zwar im Moment bin ich so ein bisschen zwischen allein in einer Praxis oder dann eine Praxis mit verschiedenen Spezialitäten drin. Ja, ich denke, in 10 Jahren werde ich wahrscheinlich in einem Spital arbeiten. Und wo genau, kann ich aber noch nicht sagen. Ich bin noch nicht so entschieden. Aber ja, es steht noch vieles offen. Also im Moment könnte ich mir noch viele verschiedene Gebiete vorstellen. Wenn ich als Hausärztin tätig sein werde, dann wahrscheinlich in einer Gemeinschaftspraxis, aber auch im Spital oder sonst als Spezialistin kann ich es mir vorstellen. Alle schon mal eigene Hausarztpraxis, alle Gruppenpraxis oder ja, kleinere Gruppenpraxis. Ich werde sehr wahrscheinlich noch in Ausbildung sein, das heisst in einer Assistenzstelle. Das Ziel ist allenfalls ein Facharzt oder auch Hausarztpraxis, sehr wahrscheinlich dann mit einem Schwerpunkt auch in Richtung Psychiatrie. Ja, also ich denke, man ist oft mit Fragen konfrontiert, die man nicht gerade sofort antworten kann. Und dann sind Online-Dienste nicht so schlecht, aber ob es jetzt eine primäre Rolle spielt, mag ich zu bezweifeln. Ich denke, Online-Medien werden sehr wichtig sein. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich für viele andere auch fast eine Hauptquelle für Informationen sein. Ja, wahrscheinlich schon etwas grösser als jetzt im Moment. Und ja, es wird sich sicher weiterentwickeln. Sicher sehr wichtig, wahrscheinlich die Hauptinformationsquelle über Medikamente, über neue Studien. Online ist sehr ein wichtiges Medium. Es ist im Moment das Medium für Erstinformationen, für einen Ersteinblick in ein Thema. Und ich denke, langfristig wird auch die Frage sein, wo gibt es Plattformen, wo qualitativ hochstehende Infos rum sind. Also ich habe so eine App, die mir immer die neuesten Studien zeigt. Sind aber aus Deutschland und es ist relativ einfach geschrieben noch. Also es sind nicht wirklich grosse Studien. Ja, am meisten über Journals, aber meistens über das Online-Portal oder ähnliche Möglichkeiten. Und vom Deutschen Ärzteblatt gibt es eine App fürs Smartphone oder man kann auch auf der British Medical Journal Online-Seite kann man sich einlesen, wenn man Zeit und Interesse hat. Ja, wenn ich mich informiere, dann google ich einfach bestimmte Sachen und dann kommt man auch zu Informationen, also ganz verschiedene Seiten. Hauptsächlich noch das Lehrbücher. Das Internet hat eine Nachschlagefunktion, ganz klar. Via Google, über PubMed. Hauptsächlich Google als allererste Infoquelle. Es gibt auch weitere spezialisierte medizinische Plattformen. DocCheck ist sehr eine wichtige Plattform, auch für erste kompakte Informationen.